Ihr Lieben, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich Mutter Erde channeln durfte. Wir haben jetzt Januar, den 9. Januar 2024, und seit 2 Tagen kündigt sich dieses Channeling schon an. Ich folge ihm jetzt und es entsteht auch mit dem Einfluss der Neumondenergie. Ich freue mich sehr, diese Worte, die seit 2 Tagen in mir emporquellen, mit euch zu teilen. Es ist recht frisch hier draußen. Auf der Insel ist es auch kalt geworden. Es ist Winter. Und ja, ich lade euch, ich lade dich ein. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen, während ich channele. Ich werde die Augen größtenteils geschlossen haben. Vielleicht hörst du die Vögel und die Hähne im Hintergrund und natürlich auch das Rauschen der Menschen mit ihren Autos hier, die ab und zu vorbeifahren. Ich lade dich ein, die wundervolle, tiefe, liebende Kraft von Mutter Erde aufzunehmen, auch jenseits der Worte, die fließen, denn mit diesen Channelings gibt es immer auch sozusagen Fernenergie, einfach die Kraft der Verbindung, die du jetzt wieder mit Mutter Erde eingehen kannst, die dich dann darüber hinaus auch trägt und nährt und stärkt, denn das ist ihre Kraft für uns Menschen. Ich werde ein paar Sekunden brauchen, doch ich bin gut vorbereitet und lade dich ein, jetzt das aufzunehmen, was für dich wichtig ist, und alles andere an Worten und Energien einfach an dir vorbeiströmen zu lassen. Geliebte Menschen, du wundervolle Seele, die du jetzt lauschst, die du jetzt dein Herz öffnest für meine Impulse, die ich mit dir teilen möchte. Als dein Heimatplanet, als deine Heimat Erde, wo auch immer du bist, möchte ich dir mitteilen, dass du immer Unterstützung aus meiner Urquelle bekommen wirst, solange du mit mir lebst, solange du mit mir dieses Entwicklungsgeschehen genießt. Die Entwicklung, die ihr als Menschen jetzt durchlebt, ist eine wahre Meisterprüfung. Und von dieser Prüfung ist niemand ausgenommen. Mag es auch so erscheinen, dass du das Gefühl hast, dass niemand um dich herum genauso viel zu ertragen hat wie du, sei dir gewiss, nicht alle Menschen zeigen, was in ihnen vorgeht. Spüre unsere Verbindung. Spüre meine Verbindung zu dir und deine zu mir. So viel verändert sich und ihr wisst es schon lange, du weißt es schon lange. Das Alte lehnt sich auf, das Neue wartet und dazwischen ist die Zeit, in der du wachsen kannst. Du bist schon so groß geworden in den vergangenen Jahren, du hast schon so viel überstanden, erlebt und auch genießen können. Jetzt gilt es weiterhin, dein Licht so stark zu machen, deine Wurzeln so tief zu machen, dass du die Veränderungen als positive Entwicklung sehen kannst, fühlen kannst. Erinnere dich daran, dass du immer eingehüllt bist in meine Liebe. Dein Körper ist aus meinen Elementen entstanden und ich schütze und liebe und ehre alles, was mit mir dieses Spiel des Lebens erfährt.
Wir wachsen gemeinsam und bitte vertraue darauf, dass ich mich an niemandem rächen möchte. Ich weiß, dass viele Menschen immer noch glauben, dass all die Ereignisse auf der Erde die Rache für Verschmutzung, Missbrauch meiner Oberfläche ist. Nein, es ist ein natürlicher Zyklus, der viele Wetterveränderungen mit sich bringt. Und ja, ihr Menschen tragt euren Teil dazu bei, dass eure Welt, die ihr braucht, um zu überleben, verschmutzt wird. Und es macht mich traurig, dass ihr in großer Anzahl noch so wenig Sorge für euch selber tragt. Denn die Menschen, die ihre Umwelt verschmutzen und zerstören, lieben sich nicht selbst, schätzen sich selber viel zu gering ein und erkennen die Zusammenhänge nicht mehr. Wir sind eins, wir sind verwoben, wir sind verschmolzen. Und was ihr der Natur um euch herum antut, tut ihr nur euch selbst an. Als Planet liebe ich euch, als Bewusstsein liebe ich euch. Denn dies ist ein Spiel der Erfahrung, der Entwicklung. Dieser Wandel, so intensiv er auch ist, diese Veränderungen, so chaotisch sie auch erscheinen mögen, sind wichtig. Genauso wie du wichtig bist für diesen Wandel. Es ist wichtig, dass ihr erkennt, dass ihr als Menschheit in eine Sackgasse geraten seid, weil ihr euch verloren habt. Hast du dich schon wiedergefunden? Hast du schon den leuchtenden Kern in dir gefunden? Die goldene Quelle deiner eigenen Schöpferkraft und Energie? Alles, was zu diesem Moment geführt hat, war richtig, war eine Erfahrung bestehend aus vielen Einzelerfahrungen. Alles, was geschieht, dient dir, dient deiner Seele, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, dass andere schuld an dem sind, was dir geschieht. Es dient dir, es zeigt dir, dass du so viel meistern kannst und es zeigt dir, dass es richtig und wichtig ist, für dich einzustehen, auch für die Natur einzustehen, wenn du das Gefühl hast, dass es wichtig für dich ist. Es ist wichtig, für deine Familie einzustehen, wenn es dir wichtig ist. Es ist richtig, deine Meinung klar, deutlich und respektvoll zu äußern, damit dein Leben Kraft hat, damit du Kraft hast. Und du hast besonders viel Kraft, wenn du dich deiner eigenen Quellenergie hingibst, wenn du deine Wurzeln spürst, die dich mit mir verbinden, wenn du die Verbindung zum Kosmos, zu allem fühlst, was ist. Du bist nicht allein. Du bist so viel und so viele. Spüre die Kraft, die ich dir sende, jeden Tag und jede Nacht. Spüre die Liebe, die uns verbindet. Gemeinsam meistern wir den Wandel, die Veränderung. Gemeinsam haben wir die Macht und Kraft, die Menschheit aus der Sackgasse wieder in die Einheit zurückzuführen, zurück in eure lichtvolle Menschengegenwart, in eure Ursprungskraft. Der Schatten lichtet sich. Bitte vertraue darauf. Lichte den Schatten in dir.
Liebe den Schatten in dir und liebe das Leben. Liebe dich selbst und du wirst spüren, dass das Drama weicht. Du wirst spüren, dass das Chaos in eine neue Ordnung findet. Es beginnt in dir, in deinem Herzen und deinem Geist. Du hast die Macht und du hast die Kraft. Alles, was ich bin, steht dir zur Verfügung. Meine Liebe, meine Energie und auch mein Wissen, das ich dir Tag für Tag schenke. Greife zu, nimm meine Geschenke an und du wirst spüren, dass sich alles um dich herum neu entfaltet. In Liebe, deine Mutter Erde. Und danke von mir, Sonja Ariel, wie immer für dein Vertrauen. Ich hoffe, du konntest die Vögel hören, konntest die Sonne wahrnehmen, die zwischen den Wolken hervorkam, zwischendurch. Wow. Ich hoffe, dass dieses Channeling dir gedient hat, dir Kraft gegeben hat. Du kannst es immer wieder anhören, wenn du merkst, dass du wieder in Trostlosigkeit, in Ohnmacht zurückfällst, dass du wieder abtauchst in alte Gefühle, dann hör dir dieses Channeling an. Mir hat es, während ich die Worte sprechen durfte, viel, viel Kraft geschenkt, hat meine Wurzeln verstärkt, hat meine Antennen, meine Sinne ausgedehnt, mich geöffnet für die Kraft der Erde und des Kosmos. Und das wünsche ich dir auch. Es ist Übungssache, doch ich weiß, du kannst das. Du hast die Kraft, dich zu entwickeln. Du hast die Kraft, das herauszuarbeiten, das herauszuwickeln, das zu entfalten, was da noch in dir schlummert. Und Mutter Erde hilft uns dabei, Tag für Tag. Ich sende dir einen lichtvollen, goldenen, liebevollen Segen von Mallorca zu dir, wo auch immer du bist. Ich freue mich immer über ein Feedback, gerade auf die Channelings. Und ich freue mich, wenn wir gemeinsam, jeder auf eigene Weise, diese Welt im Wandel unterstützen und begleiten können. Denn es ist unsere Welt, in der wir leben und die wir brauchen, damit wir leben können. Und ich werde alles dafür tun, was ich kann, um den Prozess zu unterstützen. Und ich freue mich über jeden, der mitmacht. Ganz viel Liebe zu dir. Deine Sonja Ariel. Bis bald. Wir sehen uns.